Es war ein langer, nicht einfacher Weg bis zur Eröffnung des neuen Spielplatzes in Hunstedt. Wann genau man sich darüber Gedanken machte, verriet uns Yvonne Müller, eine der Mitinitiatoren. Also es gab mal vor 3 Jahren eine Fanta-Initiative und da haben wir uns gesagt, wir versuchen es einfach mal und wenn wir da Gelder kriegen, dann setzen wir das irgendwie fort. Und da haben wir uns vor 3 Jahren mit dem Projekt beworben und haben da auf Facebook alle möglichen Leute verrückt gemacht und haben dann doch 1.000 Euro Startgeld bekommen und dann haben uns gesagt, jetzt machen wir weiter. Leider waren, dem Wetter geschuldet, nur sehr wenige kleine Gäste vor Ort, um den Platz einzunehmen, für die er gedacht ist. An der Seite von Opa Lutz Zimmler nahmen Enkelsohn Robin, zu Hause eigentlich im fernen Oxford und zurzeit hier im Urlaub, die Schere in die Hand, durchtrennten das Band und gaben damit den Spielplatz offiziell seiner Bestimmung frei. Es ist ein Spielplatz der etwas anderen Art. Man sucht vergeblich die üblichen Schaukeln und Wippen. Dafür gibt es jede Menge Naturmaterial. Gebaut aus Robinienholz findet man einen Kletterparcours, Sitzrondell, Mikado-Klettergerüst, Spielhaus, Holzklangspiel, Sandkasten, Sprunggrube und ein Bolotrum. Zudem gibt es Bänke und einen überdachten Bankplatz. Neben vielen Sponsoren wie zum Beispiel der ABS Basalt, welche Sand und Split für den Poolplatz lieferte, Tino Kiesig, welcher Rindenmulch zur Verfügung stellte, Obi Grimmer, die mit Kleinmaterial wie Schrauben und Ähnlichem zum Gelingen beitrugen, Matthias Schlüter und seiner Baufirma, der neben Naturholz Kästner die gesamte Technik zur Verfügung stellte. Ganz besonderen Dank galt Tobias Meinl, der laut eigenen Worten von Herzen Spielplatzbauer ist und damit schon einschlägige Erfahrungen hat. Meinl ist Angestellter beim Naturholz Kästner in Kolditz. Er nahm federführend die Planung und Umsetzung in die Hand und die Firma zugleich einen Großteil der Sponsorenleistung. So wurde zum Beispiel das benötigte Holz zum Einkaufspreis abgegeben und Meinl wurde vom Chef für die Arbeit freigestellt. Doch wie viel Geld war überhaupt erforderlich und wie bekommt man es zusammen? 12, 13. Also das sind jetzt die jetzt tatsächlich anfallen, aber es gibt natürlich jetzt ehrenamtliche Leistungen, die, denke ich, nochmal das Gleiche sozusagen abbilden. Also 20.000, denke ich, ist eine realistische Größe. Na, ich denke so zwischen 1.500 und 2.000 Euro brauchen wir noch. Und das versuchen wir halt jetzt durch die Tombola, durch den Verkauf von den gesponserten Würsten und von den Brötchen und was wir jetzt alles so hier haben, versuchen wir das schon ein bisschen reinzukriegen. Es gibt einige Leute, die spenden auch so, die jetzt hier sind und zumindest einen Teil versuchen wir abzudecken. Für alle, die noch unterstützen möchten, das Spendenkonto ist noch offen. Zum Glück hatte man sehr viele hilfreiche Helfer, wenn auch eher die Großeltern als die Eltern der Kinder, die künftig hier spielen werden. Aber damit konnte vieles an Eigenleistung erbracht und somit die Kosten gesenkt werden. Leider ist es oft so, dass Neues und Schönes eine große Anziehungskraft für Beschmutzung und Zerstörung hat. Wie will man dem entgegentreten und wem obliegt zukünftig die Verwaltungspflicht? Wir denken, dass es ganz gut sozusagen hier belaufen wird, ne? Und dass auch vom HSV her, vom Sportplatz her, dass man immer mal gucken kann. Und ich meine, nachts kann man es nicht ausschließen. Wir kennen das ja von dem Kriegerdenkmal vom Ersten Weltkrieg. Das ist einfach ein Anziehungspunkt. Wir haben mit der Stadt Grimma einen Vertrag und die übernehmen diesen Spielplatz in ihre Betreuung und Pflege. Also auch die Unterhaltskosten, die genau. Dann irgendwann mal anfallen. Ja. Das war Voraussetzung für mich, an dem Projekt mitzumachen, weil man muss sagen, ein paar ehrenamtliche Leute, dass das einfach sowas zu schultern, das wäre wahrscheinlich vermessen gewesen. Es soll, wie man hören konnte, nicht das letzte Projekt sein, welches die Hohenstädter verwirklichen möchten. Doch zunächst warten alle erst einmal auf besseres Wetter, damit der schicke neue Spielplatz am Säumepark unter altem Baumbestand noch in diesem Jahr richtig in Beschlag genommen werden kann.